zeigt den schönen taktischen Bart, den ich jeden Tag trage mit mir. Und dieses Shirt bekommt ihr auch bei techbeardapparel.de. Und zwar ist das unser Shop, bei dem wir nicht nur dieses Shirt, sondern auch so tolle Sachen wie diese wunderschöne Tasse. Für Frauen ist auch sehr ansehnlich. Gibt es auch das Shirt davon und die Tasse in einer weiteren Farbe. Cheers! Und wer weiterhin auf das coole Logo steht, Tactical Gummy Beard mit den 2 Kaliber 50 im Hintergrund, auch das hier bieten wir an als Untersätze aus Bambus, handgefertigt. Und diese schönen, kleinen, coolen Schnapsgläser. So, ich wollte gerade schon sagen, genug der Werbung, aber leider haben wir heute ein EDC-Update. Das ist automatisch Werbung für die ganzen Dinge, die ich trage. Aber ich mache das nicht, weil ich von irgendeinem dieser Leute bezahlt werde, sondern ich mache es aus Überzeugung, weil ich dieses Zeug jeden Tag benutze. Ich zeige euch jetzt mein EDC in der komplettesten Ausführung, was ich so trage, und zwar jeden Tag. Wir reden da wirklich von jeden Tag, weil sonst bräuchte ich nicht das EDC nennen. Es gibt einen Teil, das muss ich ab und zu mal immer wieder ablegen. Kommt darauf an, ob ich lange Hosen trage oder nicht. Dazu kommen gleich. Aber ansonsten sind die Dinge alle hier von mir selber gekauft worden. Ich habe nichts geschenkt bekommen. Merken. Ich bin kein Influencer, der die Sachen zugesteckt bekommt und sagt von der Firma, hier, mach mal da Werbung. Nein, ich mache heute hier wirklich Werbung aus Überzeugung. Ich werde euch aber auch jeden Link unten mit reinwerfen. Das heißt, ihr könnt nachgucken und das Zeug selber ausprobieren und sagen, ist cool oder ist schlecht. Ich gehe heute auch ein bisschen mehr auf Kleidung ein, was jetzt nicht unbedingt ein Faktor EDC ist. Wenn wir jetzt aber so ein bisschen schauen, dass das alles so unter einem unauffälligen Aspekt ablaufen soll, ja? Also dieses Grey-Man-Leben quasi, man möchte nicht auffallen, so ein bisschen mit der Masse schwimmen. Da muss man auch ein bisschen gucken, nicht so wie bei mir, dass da jetzt so ein bisschen im Militärlook rumrennt. Die Kappe zum Beispiel wäre jetzt nicht sinnvoll. Dann guckt lieber, dass ihr eine normale Kappe tragt, die vielleicht unauffälliger ist. Aber die Kappe zum Beispiel ist jetzt nicht bei mir etwas, was ich jeden Tag trage, weil ich ab und zu auch meine Frisur mache. Was ich aber immer, und ich sage wirklich immer, jeden Tag bei mir habe, ist die hier. Meine Oakley. Die Oakley Gascan ist für mich das mein Optimalmodell. Es gibt so viele von Oakley. Es gibt auch andere Brillen. Aber dieses Modell fand ich für mich einfach das Optimale. Ich kann das den ganzen Tag tragen und ich spüre sie nicht. Keine Druckstellen, nirgendwo. Weder an den Seiten, noch auf der Nase, sonst nichts. Und die behindert mich auch nicht. Und das Geile ist, mit den Gläsern, die ich jetzt hier drin habe, das sind die polarisierten Gläser, ist es erstmal schön, gerade, ich weiß nicht, für Leute, die angeln gehen, die Spiegelung auf einer Wasseroberfläche wird rausgenommen. Das heißt, man kann wirklich durchs Wasser durchgucken. Ich kann das auch mal filmen und tue das mal hier mit rein. Nummer 1, die Brille. Jetzt kommt die Preisfrage. Wie viele Messer trage ich jeden Tag mit mir? Schreibt es unten in die Kommentare, haltet jetzt an, gebt euren Vote ab und dann gucken wir mal, ob ihr recht hattet oder nicht. Ich habe 2 Messer jeden Tag mit mir dabei. Bisher habe ich immer das CKT Drop Point Minimalist getragen. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. Das ist ein super Messer. Gerade, weiß nicht, beim Fischen, beim Arbeiten im Wald. Hat viel, wirklich viel Möglichkeiten. Und zu tragen ist es auch super angenehm. Und man sieht es eigentlich kaum unter dem T-Shirt. So gut wie gar nicht. Was ich jetzt mittlerweile aber trage, printet einfach null. Fand ich selber echt krass. Aber ich zeige euch das gleich mal. Da werdet ihr sehen, da ist wirklich nichts. Da sieht man gar nichts. Das bin ich von vorne hier. Und ihr seht hier, fast nichts. Oh, jetzt. Wenn man wirklich hier drüber streicht, so im normalen Tragen, wenn ich aufrecht gehe, dann sieht man auch nichts. Das kleine Messer ist hier. Und so kann man das vor dem Gürtel, so wie jetzt, oder hinter dem Gürtel tragen. Dann sieht man noch weniger, weil der Griff nämlich hinter dem Gürtel rauskommt. Shifterworks Clinchpick. Und zwar ist das die Warrior Poet Society Edition. Mit dem eingelaserten Logo hier drauf. Das Messer könnt ihr unter anderem auch bei Warrior Poet Society direkt bestellen. Bei John Lowell. Von ihm habe ich mir einiges abgeschaut. Nicht nur was das Tragen angeht, oder das Messer hier. Ein bisschen untypisch ist der Griff, weil er hier so bollig ist. Ja? Ist jetzt nicht so ein normaler Griff jetzt wie beim Messer hier von CRKT. Das hier hat Griffe, dass man es richtig schön greifen kann. Das hier ist ein bisschen rundlicher, ein bisschen dicker. Dafür ein bisschen kleiner,
einfacher auch einfach zu verstecken, weil man hinter dem Gürtel durchgehen kann. Der Gürtel dazu ist nämlich auch von Warrior Poet Society empfohlen worden und gibt es mittlerweile als Warrior Poet Society Version. Das ist der Gürtel von Next Belt. Der hat innen drin hier solche Ratschen. Und mit diesen Ratschen kann man wirklich seine Größe direkt einstellen. Dieser Gürtel ist mit so einem Titanium Buckle hier versehen. Der hat hier unten so einen kleinen Griff hier, genau. Dieses Teil hier, mit dem ich dann quasi auch immer den Gürtel lose machen kann und weiter einstellen kann, wie ich den brauche. Weiter oder kürzer eben machen. Das klingt dann so und sieht auch so aus. Ich stecke das mal hier wieder rein. So. Klick, 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 klick. Der ist auch dafür gemacht, dass man quasi ein Waffen-, also Pistolenholster hier drin tragen kann, wenn man eine weite Hose hat. Dann macht man den einfach auf. Zack. Und dann kommt hier so ein Holster mit rein zum verdeckten Tragen. Das ist natürlich in Deutschland nicht erlaubt. Für die Polizei vielleicht interessant. Aber in Deutschland doch relativ uninteressant, wenn man nicht gerade ein Holster hinten reinsteckt. Man kann ja immer noch Schreckschusspistolen tragen. Das geht ja auch. Und dann kann man auch mit In-Waist-Holster arbeiten. Aber das Appendix-Holster ist halt eigentlich genau das, was am meisten Platz wegnimmt. Wenn man eine größere Hose trägt, ist der Next Belt-Gürtel extra wirklich dafür gemacht. Der heißt auch ein EDC-Belt. Next Belt machen ganz viele verschiedene Gürtel, nicht nur EDC-Belts, also da gibt es vielleicht nur zwei oder drei bei denen im Repertoire, aber dafür hunderte andere. Das ist also schon mal ziemlich cool, dass es da eine Firma gibt, die überhaupt sich Gedanken gemacht hat, einen Gürtel extra dafür herzustellen. Wie gesagt, bei Warrior Poet Society schmeiße ich unten rein, John Lowell, zieht euch den Kerl rein, richtig cool, was er macht. Und da gibt es ein paar Produkte, die sind mittlerweile sogar mit seinem Branding versehen. Fand ich sehr cool, deswegen habe ich mir das auch geholt. So, in meiner Hose, ganz wichtig, diese Hose ist von Victus. Victus bekommt ihr in Deutschland über S4 Supply. Da habe ich nicht nur meine Schuhe her, die ihr vielleicht jetzt gerade in meinem Video gesehen habt unten. Das sind die Victus Schuhe. Ich finde, Victus ist eine sehr, sehr coole Marke, gefällt mir absolut gut. Ist eine Veteranenmarke, von Veteranen hergestellte Sachen. Sehr angenehm zu tragen. Die Schuhe sind eigentlich für Sport gemacht. Sehen jetzt auch zum Beispiel aus eher wie ganz normale herkömmliche Sneakers, sind aber breiter gemacht, weil ich auch Probleme habe mit dem Fußbett. Fand ich super angenehm damit zu laufen, brauche ich auch keine Einlagen dafür. Keine Schmerzen an den Seiten, weil mein Zeh nicht eingequetscht wird. Optimal. Die Hose aber, das ist die Operators Hose. Es gibt verschiedene Hosen von Victus, die sind extra mit ganz vielen Einschüben gemacht, dass man Magazine mit reinschieben kann. Die habe ich jetzt hier auch dran. Aber ich nutze ihn nicht dafür, weil was bringen mir Magazine, die ich so nicht rumtragen kann. Hier vorne haben wir diese kleinen Einschlitze, also diese kleinen Einschnitte für die Magazine. Da habe ich jetzt immer dabei einen Kuli und hier meine Olight. Die kleine Olight-Taschenlampe habe ich schon mal vorgestellt. Link dazu gibt es ja auch oben. Den Kuli, den gab es in den Survival-Paketen. Ganz billiges Ding. Die kosten auch nicht viel, aber ihr könnt ja einen ganz normalen herkömmlichen Kuli auch rein. Da muss ja nicht der hier sein. Aber habe ich immer einen dabei, weil man immer doch irgendwie einen braucht. Ich habe gesagt, ich habe zwei Messer dabei. Das zweite Messer befindet sich hier. Sieht man auch so von unten gar nicht. Von außen auch nicht. Kann ich mal hier rausholen. Das ist jetzt eine Billigversion von Bastianelli, vom Piqueur Knife. Das ist so ein kleiner Brieföffner. Den finde ich super, super cool, weil man halt einfach gut festhalten kann. Brief öffnen mal überall oder ein Paket und der stört halt auch nicht wirklich. Den kann man auch sehr angenehm tragen, obwohl das jetzt so ein langes, eckiges Ding ist, habe ich doch relativ wenig Probleme damit, das zu spüren überhaupt. Beim Autofahren kann es ein bisschen unangenehm werden, dann nimmt man es halt raus und macht es danach wieder rein. Aber lieber so ein kleines Ding dabei haben, als gar nichts dabei haben, denke ich mir. Kommen wir zurück zur Hose. Hier auf der anderen Seite natürlich, was habe ich da drin? Schlüssel, ja. Autoschlüssel habe ich natürlich auch dabei. Schön mit MSZU-Flaschenöffner. Ich finde so einen kleinen Flaschenöffner immer wieder schön, wenn man dabei hat. Das Secret Etui für Geld und Karten. Das haben wir auch schon öfters gezeigt. Das Video dafür gibt es in alten EDC-Updates. Dann habe ich natürlich noch meinen Schlüssel, meine Hausschlüssel dabei. Dass diese
Key Organizer, der spart einfach viel Platz. Da habe ich jetzt vier Schlüssel drin und das alles quasi gut verpackt, sodass es mich nicht stört. Schiebe ich irgendwo an der Seite rein. Und dann noch eins der wichtigsten Dinge, die ich jetzt persönlich als Bartträger immer dabei habe, ist ein Bartkamm. Das ist dieser wunderschöne Bartkamm. Olivenholz. Ich mag zwar keine Oliven, aber das Holz riecht verdammt gut. Wir haben auch selber eingelasert unser Logo. Ja, findet ihr auch hier bei TechBeard Apparel. Muss einfach dabei sein. So, und dann kommen wir noch zu einer Sache, die ist super wichtig. And the weapon.